Ein Engel. Und für einen kurzen Augenblick ist die Little Sister in der Wirklichkeit. Rosenblätter, Engel. Das war alles kein blödes Gerede von der Little Sister. Das hat sie alles wirklich gesehen. Die Little Sister sind alle auf so einem Drogentrip, dass sie das alles so schön erleben. Ich kann hier überhaupt nicht speichern, nicht schnell speichern, wenn es wieder mal abstürzt. Schau her, du kleine Göre! Komm her! Wirklichkeit ein geisteskranker Gefangener. In der Welt der Little Sister ein Adelmann. Daddy trifft Tante Gracie. Und wir haben sie gerettet. Was heißt gerettet? Wir haben sie verschont. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Na. Für die Little Sister ist es ein Kleid, aber in Wirklichkeit ist es eine ganz normale Panzerung. Wenn man sich so vorstellt, den ganzen ersten Teil, den ganzen zweiten Teil jetzt hier, die Little Sister hat das immer alles so schön empfunden. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Na klar. Roter Teppich und so, ne? Jeder Tag ist Daddys Tag. In Wirklichkeit sieht das so aus. Da ist das nächste Teil. Big Sister Helm. Daddy trifft Onkel Stanley. Wir haben ihn gerichtet. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Okay, das erklärt, warum wir als Big Daddy deine Little Sister zugesprochen bekamen, auch andere Little Sisters nehmen konnten. Hallo. Ein weiterer Engel. Ja, die Little Sisters sehen das hier als Engel. Wegen dem Flügel. Dann ist es doch nur eine Leiche. Ich frage mich, wie die Little Sisters immer die Kämpfe im Vorgänger und jetzt im ob wir uns dann einfach mit jemandem in so einer Maske geprügelt haben? Mit so einem Adelmann? Oder wie sahen die Geschütze aus? Sind da Schmetterlinge geflogen? Das würde mich mal interessieren. Echt schon Wahnsinn.
Sister-Waffe. Zurück in den Traum einer Little Sister. Und nun nach Eleanor. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Jetzt sind wir wieder hier. Daddy trifft Dr. Gilbert. Und wir haben ihn erlöst. Und so sollte er auch aussehen. Wie eine Schlange. Also das ist jetzt ja auch schon so ein What the fuck Moment. Der Blickwinkel einer Little Sister, die nie das dreckige, kaputte Webster gesehen hat. Immer dieses heile Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat. Ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Moment, es ist ja gerade abgestürzt beim ersten Engel. Da bin ich hier natürlich hier langgelaufen, da habe ich das hier entdeckt. Besuchsverweigerung. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch. Ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Eleanor. Wir sind da. Eleanor Lamp, Big Sister Anzug geben. Wie trägt die Little Sister das eigentlich alles? In ihren kleinen Röckchen? In so einen kleinen Täschchen? Aber sieht ein bisschen anders aus. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Ah, oh, jetzt werden wir gerettet. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. So ein modernerer Big Sister-Anzug. Eleanor. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Yeah! Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Zwei Erfolge wieder. Schnell speichern! Jetzt kann ich's wieder. Stimmt, Eleanor sah uns immer in glänzender Rüstung, weil sie ja auch diesen Fiebertraum hatte. Da wirkte der Big Daddy auch verschönt. Eleanor rufen. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihrer Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Rufen Sie Ihre Tochter! Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig.
Ein Geschenk. Jetzt sind wir wieder hier. Hier habe ich ja den Alarm ausgelöst. Gut, Splicer, lange nicht mehr gesehen. Eins mit ihr. Töchterchen, ich brauch dich. Also die ist ja noch da. Ich meinte, hätte ich mal wechseln sollen. Wer ist jetzt dran? Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Das habe ich mir doch auch schon gefragt. Wo sind denn jetzt meine Leute? Draußen will man solche Maschinen doch gar nicht haben. Er ist alleine und ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Damit meinst du aber nicht mich. Hoffentlich. Jetzt gehen wir hier weiter. Wie beim ersten Teil. Eleanor. Nach oben, Vater! Schnell! Ich bin nicht so schnell wie du. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Eleanor. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Niemals. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Okay. Aber ich glaube, ich komme ja alleine klar, Schätzchen. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Rapture wird gemeinsam fallen. Nicht bewegen!
Jammer nicht rum. Mach nicht Mimimi. Du Raupe. Jeffrey's Garden. Wir haben 500. Das müssen wir jetzt erstmal verballern. Upgrades. Scout 2. Ein unsichtbarer Scout kann die Security hacken. Sicherheitskommando 3. Telekinese 3. Ein Gegner steht Ihnen im Weg? Ab jetzt nicht mehr. Werfen Sie ihn nieder mit der Macht der Gedanken. Sicherheitskommando 3. Meistern Sie das Sicherungssystem. Steuern Sie alle Sicherheitsanlagen. Ideal, um noch stärkere Bots zu rufen. So. Mehr brauchen wir nicht. Okay, vielleicht, das sind nur noch allige Hacker. Aber war ja aber nicht bei allen immer was Blaues. Eleanor. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir gemeinsam als Vater und Tochter Rapture erobern und regieren werden? Es ist deine Bestimmung. Du wendest dich von mir ab. Das heißt, du bist dagegen. Gefängnistrakt. Das ist ein Safe. Also kommen wir da rein. Oh, hätte ich mir das auch sparen können. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Lem kennt den Weg. Ich dachte, den kennt nur Rafiki. Fußspuren. Tisch, niemand entkommt mir. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamp hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen. Zu sehen, was sie macht. Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskern hier nur gut. Was Sinclair werden wir wohl auch noch entscheiden können, ob wir ihn leben lassen oder nicht. Aber ich muss eigentlich nur ein gutes Vorbild sein. Das heißt, wir müssen Sinclair am Leben lassen. Egal wie schlecht er war. Starte Aufnahmesequenz. Kennst du Sinclair nicht, Delta? Hä? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen.
Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken.